könnte jetzt die Vermutung anstellen, ja, was war denn das jetzt? Wir könnten jetzt sagen, aber was war das jetzt? Erstens gibt es keine persönliche Aufstellung. Sie ist immer für alle gleichzeitig. Le premier point, c'est que une constellation n'est jamais quelque chose d'individuel. C'est pour tout le monde. Weil keine Person hier sitzt, die nicht geschickt, geschoben oder gerufen wurde. Personne d'entre vous n'est ici parce qu'il est venu par lui-même, mais bien au contraire parce qu'il a été poussé, tiré ou attiré. Damit sich das gemeinsame Feld hier formen kann. Pour que ce champ que nous avons ensemble puisse se former. Also man könnte sagen, in der Computersprache gesprochen, dass ja die Grundlage eigentlich für das Familienstellen mitbildet. Là, nous pourrions dire en utilisant le langage informatique. Wir haben hier den Cache gelehrt. Nous avons appris ici le cache. Das, was nicht mehr gebraucht wird, das doppelt und dreifach liegt, weg. Ce que nous avons déjà vu deux, trois fois et dont nous n'avons plus besoin. Dadurch gibt es eine neue Position. Cela produit un nouveau, une nouvelle chose. Und alle, die dich begleiten, et tous ceux qui t'accompagnent, die wissen, jetzt wird's ernst. Maintenant, ça va devenir sérieux. Jetzt wird mit uns nicht mehr gespielt. On ne joue plus avec nous. Denn wenn ihr Symptom, das sie sagt, das wahre Symptom wäre, parce que si le symptôme dont elle pense que c'est le bon, le vrai, dann hätte sie ja schon die Lösung. Était vraiment le vrai, elle aurait déjà trouvé la solution. Sondern das Symptom, das du hast, oder das Problem, le problème, le symptôme que tu as, ist das Symptom vom Symptom. Et le symptôme du symptôme. Und deswegen geht auch nichts weiter. Et c'est pour ça que ça n'avance plus. Und das heißt, eine Aufstellung braucht alle, die hier sitzen, dass die genau hinschauen und beobachten. Une constellation a besoin de tout le monde, de tous les présents, et que chacun observe avec précision ce qui se passe. Und du weißt nicht, wenn du genau beobachtest, mit welchem Teil der Aufstellung du in Resonanz bist. Et chacun d'entre nous, en regardant la constellation, ne sait pas avec quoi il est précisément en relation de ce qui se passe dans la constellation. Und somit findet eine Lösung und Heilung immer gleichzeitig für alle statt. Et ainsi, une guérison ou une solution se présente toujours pour tout le monde. In erster Linie ist es ein Erfahrungskurs. L'essentiel de ce séminaire est de faire des expériences. Und was heißt das? Signifie, dass wir uns auf unsere Emotionen, auf unsere Gefühle einlassen. Das signifie qu'il faut que nous tenions compte de nos sentiments, de nos sensations. Und dass wir unser Herz sprechen lassen. Que nous laissions parler notre cœur. Und Verstand und Herz schließt sich aus. Et notre cœur et notre cerveau ne vont souvent pas ensemble. Ich kann nicht denken und mich dem Herzensgefühl gleichzeitig hingeben. Je ne peux pas à la fois penser et m'ouvrir à mes sentiments, ni écrire d'ailleurs. Wenn ich das mache, bin ich nicht in der Erfahrung, sondern im Verstand. Quand j'agis de cette sorte, je ne suis pas dans l'expérience. Und so gibt es auch keine Erfahrung mehr. Et dans cette attitude-là, faire une expérience n'est pas possible non plus. Wenn es eng wird, dann machen wir das so, um uns zu schützen. Quand les
les choses viennent serrer, nous prenons cette attitude. Wer weitergehen will und vielleicht auch mit einem großen Schmerz konfrontiert wird. Celui qui veut avancer et peut-être être confronté avec une grande souffrance. Ist immer so da. Adopte cette attitude-là. Und ein Lächeln. Avec un sourire.